Am Donnerstagabend waren die umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen in Fulda nach mehr als 8 Stunden Anspannung beendet. Die schwere Weltkriegsbombe wurde nach stundenlangem Einsatz vor Ort unter Polizeischutz und vielen Sperrungen vom Galassini-Ring erfolgreich abtransportiert. Sie soll an einem sicheren Ort vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt werden. Dem obersten Krisenmanager der Stadt, Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, war die Erleichterung anzusehen. Wir sind froh, dass die Evakuierung jetzt aufgehoben werden konnte, denn die Bombe wird jetzt an einen sicheren Sprengort gebracht. Das war eine echte Herausforderung, denn es war nicht möglich, dass die Bombe vor Ort entschärft wurde. Und deshalb ist diese Sprengung erforderlich. Jeder weiß am Ende des Tages, dass es jetzt wirklich um Sicherheit geht, um die eigene Sicherheit. Und von daher bin ich froh, dass wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Ich bin aber auch froh, dass die Menschen jetzt in ihre Wohnung zurückkehren können. Sie tragen als Oberbürgermeister die Gesamtverantwortung für diesen Einsatz. Was geht denn da in einem vor? Was fühlt man? Das ist eine hohe Verantwortung, aber es ist auch wirklich beeindruckend, das zu erleben, wie unser Team der Stadt, aber insbesondere auch das Zusammenspiel mit der Polizei, der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen, namentlich das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise, wie das funktioniert. Und das ist wirklich etwas, was uns ermutigt. Und ich bin froh, dass wir dieses Szenario tatsächlich in den letzten Jahren einerseits am Rauschenberg und andererseits einmal mit Blick auf den Schlossgarten geübt haben. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Das ist Teil der Verantwortung, die wir in der Kommunalpolitik tragen, die aber vor allem, und das beeindruckt mich, die Ehrenamtlichen auch tragen, die heute Nacht alarmiert worden sind, die heute dann zur Verfügung stehen mit einer vollkommen neuen Situation in einem vielleicht auch ungewohnten Umfeld von doch schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Und da kann ich nur sagen, ich bin froh und dankbar, dass wir so viele Menschen haben, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich organisieren. Denn nur so kann es gelingen, eine solche Situation, wie wir sie jetzt haben, zu bewältigen. Die Region Fulda ist froh, dass dieser Großeinsatz so glimpflich ausgegangen ist, und alle hoffen, dass es nicht allzu schnell wieder zu einem Bombenfund kommt. Osthessen News. Sehen, was bewegt.